Ich will mal gucken. Irgendwas, weil das irgendwas stimmt ja da nicht. Vielleicht ist das ein Bug oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist da kein Wagen, der da steht. Weil es gibt auch nichts anderes zum Aufsammeln oder ähnliches. Das eine Schriftstück, was er da noch Dings hat auch entsprechend. Wir versuchen es nochmal, mal gucken. Weil das passt gar nicht zu dem, was ich gerade gesehen habe. Die Umgebung ja, aber nicht das, was ich da gesehen habe. Entschuldigt für die Lautstärke. Ist nur hier so. Wir wissen ja schon mal, wo das Ding ist. Also dementsprechend passt das schon. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, weil ich weiß nicht, wie ich gelang. Keine Ahnung. Ich guck mal gucken. Ich werde mal so tun, als ob ich noch nicht da war. Weiter war wäre sowieso nicht gewesen. Tatsächlich aus, ne? Tatsächlich gebrochen. Nur noch mal zur Sicherheit. Okay. Fängt an zu quietschen hier. Ob irgendwas Bestimmtes passiert. Eventuell. Hier ist auch nichts. Ach, da ist das Teil. Okay, vielleicht hätte ich tatsächlich. Ich glaube, habe ich das vorher gefunden? Weiß ich gar nicht. Vielleicht muss ich echt alles. Alles nur finden. Und dann ist der Wagen vielleicht nicht mehr da. Weil ja, das sind ja Untersuchungen. Und dann sind Schriftstücke ja wichtig.
Ich habe diese Zeitung-News mit der Evakuierungsgeschichte nicht aufgehoben und gelesen. Deshalb bin ich nicht reingekommen. Ich glaube, für YouTube werde ich das schneiden. Ich glaube, ich will runterladen und schneiden. Damit der Anfang vernünftig ist. Wir lesen auch gleich ein bisschen mal rein, natürlich. Schlagzeile: 10 Bergleute. Was? Scheiße. Zehn Bergleute. Etwas runtergefallen. 10 Bergleute in verlassene Mine gefangen. Die Bergleute stehen vor einer schwierigen Situation. Tiefe, die erfahrenen Fachleute, bla bla bla. Als sie tiefer in die Kontrolle der Mine verdrangen, nahm ihre Mission eine unerwartete Wendung, als sie auf eine Reihe von Hindernissen und Blockaden stießen. Die einst vertrauten Gänge wurden nicht mehr wiederzuerkennen. Ah, waren nicht mehr wiederzuerkennen, okay. Die Versuche, den Weg zurück in die Oberfläche zu finden, erwies sich als erfolglos. Die Bergleute waren in den dunklen und unbarmherzigen Tiefen der Mine gefangen. Die Kommunikation mit den eingeschlossenen Bergleuten wurde unterbrochen, was bei ihren Kollegen Bedenken hervorrief. Diese Geräusche. Bam, bam, bam. Eigentümer der Rückgang, die Sicherheit unserer Bergleute ist von. Blablabla. Okay, es ist gerade nicht so interessant. Gerade nicht so interessant. Irgendwo war doch das auf der anderen Seite. Komme ich jetzt nicht hin? Hier ist eine Tür, die nicht aufgeht. Muss ich da, komme ich da nicht irgendwie hin? Da war was. Ich hab's gesehen, da war was. Da war was Komisches. Ich höre was Atem.
Das Atmen wird immer lauter, umso weiter ich die Richtung gehe. Rechts. Das kommt von hier. Ah, jetzt kann ich aufmachen. Ah. Okay. Das Atem hat mich gerade den Weg geführt. Aber eben gerade ging das nicht, tatsächlich. Wie ich an der Tür war. Investigate, ja, ja. Oh, da bin ich rein, hier muss ich lang, weiter hoffentlich lang. Hier kann ich auf jeden Fall irgendwas machen. Ah, da fehlt eine Sicherung. So, ich und ein Team von Kollegen wagten uns tiefer in die Mine. Ihre Aufgabe bestand darin, eine kontrollierte Explosion in einem neuen Gesteinsabschnitt auszulösen. Den Anweisungen entsprechend blieb ich als Neuling im Team zurück. Ungefähr 10 Minuten später hörte ich das ohrenbetäubende Geräusch von Explosionen. Als die Retter endlich die Bergleute erreichten, stellten sie fest, dass nur Harry Dogald überlebt hat. Hatte. Allerdings war er nicht mehr derselbe Mensch wie früher. In diesem Tiefen war etwas furchtbar schiefgelaufen. Ich kann nicht anders, als mir zu wünschen, ich hätte etwas für sie tun können. Okay. Breaking News. Schlagzeile, Sabotage aufgedeckt. Eine finstere Verschwörung in der verlassenen Mine. In einer schockierenden Wendung der Ereignisse sind Beweise für vorsätzliche Manipulationen. Dieses Knarren. Hey ho, Traumwolke. Sorry, habe ich gerade nicht gesehen. Nicht so schnell jedenfalls. Rennt zitternd weg. Okay, dann hast du gerade das gesehen mit dem Monster, das entgegenkam. So, eine schockierende Wendung der Ereignisse und Beweis fordert hier Manipulation an der Infrastruktur der verlassenen Rockbell-Mine ans Licht gekommen. Was eine Gemeinde verblüfft und die Beweglichkeit bla bla bla. Wenn es nicht interessant wird oder so, ich überspringe dann mal ein bisschen. Als eine neue Schicht Bergleute Mine, als sie tiefer in die komplette Tunnel mit der Mine wohnen, bla bla bla, Struktur, Identität, Mine, bla 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 bla. Die Entdeckung erschütternder Gruppe, bla bla bla, nichts wichtig. Sabotageakt wirft, okay, es geht eigentlich hier wirklich nur um Sabotage. Nix. Ja. Nix Wichtiges, was mir, was jetzt hier der Geschichte so richtig weiter hilft, von wegen mit, Monstern und was da auch noch so alles rumschwirrt. So, die Sicherung ist noch nicht da. Hier komme ich nicht raus.
Und Traumwolke, das ist nicht für schwache Nerven, glaube ich. Ich weiß nicht, was da noch kommt, keine Ahnung, aber ich glaube, so richtig für schwache Nerven ist das nicht. Ich bräuchte hier irgendwie noch eine. Ich brauche da eine Sicherung. Ich brauche. Und was brauche ich? Ach, hier ist eine Leiter. Nun mal so ein paar Leiter mehr. Ah, okay, da ist eine Kiste. Weg damit. Da ist aber nichts drin. Ein unvorhergesehener Einsturz der Minentore ließ den Bergleuten in diesem Abschnitt keine Fluchtmöglichkeit mehr. Eine mutige und gewagte Rettungsmission wurde schnell organisiert, doch es kam zu unerwarteten Komplikationen. Achso. Die sowohl für den Retter als auch für die eingeschlossenen Bergleute eine zusätzliche Bedrohung darstellten. Einer unserer Bergmannskollegen wagte sich zurück in die blockierten Abschnitt, um Jack zu erreichen, der sich tiefer in der Mine befand. Doch dann kam es zu einem weiteren Einsturz. Sie haben es nicht geschafft und alles, was ich gesehen habe, war der Tod. Ich hätte derjenige sein sollen, der dort drin war. Mein Verstand verschwindet und wenn die Rettungsbemühungen scheitern, stellt sich den Sinn der ganzen Frage. Was? Sinn des Ganzen in Frage? Ach so, so rum. In Frage. Ja. Ja, eigentlich ist das grün. Im Dings wird das blau aus, ne? Aber es kann sein, ich habe neues Licht. No, wo ich das auch, was ich auch steuern kann. Oh, an der Decke noch zusätzlich. Das ist gelb. Also habe ich auf gelb eingestellt. Wahrscheinlich deshalb. Aber es ist irgendwie auch ein besseres Licht irgendwie. So, dahinter ist nichts. Okay. Schauen wir mal. Ah, da ist eine. Ich hab's geahnt, dass man die Sicherung braucht. Ich hab's geahnt, dass man die Sicherung braucht. Weil das fehlte eindeutig, war gut zu ersehen. Das ist gut so. So, dann machen wir mal die Sicherung rein. Und drücken den Knopf.
Okay, so wie es aussieht, muss ich dahin. Fahrstuhl. Okay. Die Zahl der Bergleute erkrankte in besorgniserregendem Ausmaß, wobei einer von ihnen so schwer erkrankt, dass er heute versucht, andere anzugreifen. Oh, eine Spitzhacke in den Händen in einer kranken Person kann zu erheblichen Schäden führen. Glücklicherweise gelangt es John, der mit Abstand größte Mann in der Gruppe, ihn schnell zu unterwerfen. Die Frage, die uns durch den Kopf geht, ist, was geschieht in den Tiefen dieser Mine? Ja, was geschieht hier in den Tiefen dieser Mine? Was geschieht hier? Okay, hier brauche ich auch einen Schlüssel. Aber irgendwas ist hier unten passiert gerade. Die Tür ist auf jeden Fall zugegangen. Glaube ich, bin da reingekommen, ne? Ja. Nur mal hoch, habe ich irgendwas übersehen? Ach nee, da war ja nichts mehr oben. Und die Tür. Ich habe gerade die Tür zuknallen hören und aufhören. Warte mal. Ist hier irgendwas? Nee.
Irgendwas. Ach, plötzlich geht da eine Tür auf. Ohne Vorwarnung. Die Kommunikationsausrüstung der Bergleute versagt und erwartet, was zu Verwirrung und einem Zusammenbruch der Koordination während eines eigentlichen routinemäßigen Einsatzes führt. Infolgedessen wird Tom für die Explosion verantwortlich gemacht, da er vergaß, die Methanleitungen ordnungsgemäß zu entlüften, was letztendlich zum Katastrophenfallzusammenbruch führte. Die Tür war vorhin zu, die konnte ich nicht öffnen. Die kann ich gar nicht öffnen. Ich habe das dumme Gefühl, dass es ein bisschen zeitgesteuert ist. Was die Türen angeht. Merkwürdig, jetzt ist die Tür hier wieder auf. Hier ist noch eine Treppe. Etwas ist das Tor auf der anderen Seite aufgebrochen. Ich sollte die Gegend erkundigen, okay? So, in diesem verdrehten Reich scheint der Tod der einzige Ausweg aus diesem lebendigen Albtraum zu sein. Ich spüre, wie die Dunkelheit immer näher rückt und bin mir nicht mehr sicher, ob es einen Weg zurück in die Welt der Lebenden gibt. Ich hoffe, dass du mir meine Sünden vergibst. Kann ich jetzt? Oh, da ist noch was. Das fortschreitende Alter und der allmähliche Verfall des Bergwerks haben sich als kritische Faktoren herausgestellt, die zu strukturellen Problemen führten, die letztendlich dazu führten, dass die Bergleute in die Falle gerieten. Man kann nur hoffen, dass das Sicherheitsteam die Tunnel gründlich inspiziert hat, oder? Da ich hier nur ein Arbeiter bin, vertraue ich darauf, dass sie ihre Pflichten korrekt erfüllt haben. Ich kann jedoch nicht umhin, an der Sicherheit dieser Umgebung zu zweifeln. Strukturelle Probleme sind in der letzten Zeit an der Tagesordnung und ich werde das Gefühl nicht los, dass
mit diesem Bergwerk etwas grundlegend nicht stimmt. Da waren wir. Gucken wir mal oben die Tür. Da hat sich nichts verändert. Hier ist nichts zum Aufmachen. Da war ich ja im Endeffekt schon. Ich soll, eigentlich geht es nur vorwärts und nicht rückwärts. Aber nichts übersehen, ne? Das ist ja was Neues, weil das hier so knarrt die ganze Zeit. Ich höre jetzt jemanden singen. Oder ist nur der Wind? Kann auch sein. Das ist die Tür, wo die Treppe nach oben geht. Vielleicht hat er aus Nachtsicht einen Grund.
Kommen wir nirgendwo rein. Also gelesen hatte ich das hier schon. Aber hier muss irgendwas doch sein. Hier konnte ich rein. Hier war so ein komischer Typi. Das habe ich gelesen. Hier kann ich nichts aufmachen. Na, es ist Exit. Also sehr unwahrscheinlich, dass das aufgeht. Ich nochmal wieder irgendwie zurück oder so. Weil ich habe hier keinen Schlüssel, nichts. Und nochmal, springen kann ich nicht. Auch gelesen. Gucken, vielleicht löse ich ja dann doch irgendwas aus. Das ist gerade wieder wie ein Sing an, aber es ist Wind. Warte mal, war das hier, wo der Typ da lang gerannt ist? Bei einer bestimmten Tiefe sind unsere Funkgeräte. Unsere Funkgeräte frustrierend unzulässig geworden, sodass wir hier isolierte führen. Die Situation ist zu Auseinandersetzungen eskaliert, da wir beharrlich unsere Bedenken äußern. Unsere Vorgesetzten bleiben jedoch unnachgiebig und beharren darauf, dass alles perfekt funktioniert. Wenn das der Fall ist, warum verlieren wir dann weiterhin die Kommunikation, je tiefer wir in die Mine vordringen?
Okay, dann ist das nämlich genau die Seite, wo der gelaufen ist hier. Was ich. Wo er sich automatisch gedreht hat und so. Also muss ich doch manchmal zurücklaufen. Okay, kann ich nicht öffnen. Bergleute wenden sich gegeneinander. Im Bruchteil einer Sekunde sieht es so aus, als ob erst jemand gut geht und im nächsten Moment startet er Überraschungsangriffe von hinten. Dieses geschieht insbesondere in besorgniserregendem Tempo. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um übermäßigen Alkoholkonsum handelt und warnt vor einer möglichen Kündigung, wenn dieser Zustand anhält. Aha. Ich verstehe nicht. Sie haben nie gegeneinander gekämpft, nicht einmal im betrunkenen Zustand. Das ist die andere Seite. Da hinten die Tür, die da noch zu sehen ist, das ist, da komme ich auch nicht rein. Jetzt gucken wir mal, was sich verändert hat, nachdem ich das gelesen habe. Weil ich muss tatsächlich das immer aufheben, also einmal angeklickt haben. Damit irgendwo anders eventuell sich was ändert. Der Wasserkocher ist fertig. Der hier? Herein? Okay, mal gucken, ob sich irgendwas verändert hat. Geht jetzt die Tür auf? Frag für einen Freund. Was ist das da oben? Der Typ mit der Axt. Der da oben. Ich gehe auch drauf zu, ne? Statt wegzurennen. Ah, guck mal, da ist eine Tür auf.
Hier waren wir vorhin schon, aber es lohnt sich. Aber hier ist nichts weiter, wo ich rein kann oder sowas, ne? Doch, das war eine Tür, wo man rein kann. Da bin ich gerade erschrocken. Der hat sich, glaube ich, erhangt. Erhing. Es ist ein albtraumhafter Existenz hier unten und die Grenzen zwischen Realität und Übernatürlichem ist bis zur Unendlichkeit verschwommen. Während ich an diesem Seil baumel, kann ich die Qual nicht länger ertragen. Die unerbittlichen Schrecken, die grausamen Morde und die eindringlichen Visionen haben mich an dem Rande gebracht. Ich liebe euch alle, aber ich kann es nicht mehr ertragen. Okay, das ist der, der da hängt. Ich nehme meinen Schlüssel mit. Benutzen Sie den Schlüssel, um den Kontrollraum aufzuschließen. Ah ja. Tja, der ist tot. Ah, scheiße. Das heißt, wenn ich die berühre, dann habe ich leichten Dings. Und ich kriege gerade einen richtigen Schauer und. Alter, ich habe Gänsehaut gerade gehabt bekommen. Die Explosion hat uns völlig überrascht. Wir gingen einfach unserer Arbeit nach, als plötzlich Chaos ausbrach. Das Team bearbeitet fleißig den Stein und alle schienen Routine zu sein. Alles scheint Routine zu sein. Aber als ich hinüberschaute, kam ein paar der Bergleute aus dem tiefen Abschnitt und kamen auf uns zu. Ah ja. Als sie näher kamen, hörte ich Schreie und dann fing zu meinem Schrecken ein Dynamitstange Feuer und explodierte. Das war völlig unerwartet. Diese Stöcke haben lange Drähte zur Detonation. Was zum Teufel passiert hier unten? Ich bin dankbar, dass ich etwa 15 Meter entfernt war, was mir die Chance gab, aus Sicherheitsgründen einen anderen Tunnel zu springen. Nein, nein, nein!
Dann weigt und bestimmt gerade nicht. Ich habe gerade einen Latenzanstieg. Auch schon wieder vorbei. So, Kontrollraum. Das wäre dann hier die Treppe hoch. Immer noch? Doch, ich habe einen leichten Touch von Verbindungspaketverlusten. Mal kurz. Okay. Geht es darum, dass ich den Strom scheinbar wieder anschalten muss? Das ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Tief im Inneren der Mine herrscht unter den Arbeitern eine beunruhigende Unruhe. Jedes Mal, wenn sie in den tiefen Minenböen arbeiten, kehren sie mit unberechenbarem und aggressivem Verhalten zurück. Es ist, als ob der Druck tief in ihren Inneren zunimmt, aber die genaue Ursache bleibt ein Rätsel. Dies ist ein Phänomen, wie ich es in meinem Leben noch nie erlebt habe. Wir haben in letzter Zeit einen ungewöhnlichen Anstieg der Einstürze erlebt und das sind keine typischen Veränderungen. Irgendwas an ihnen stimmt einfach nicht. Die Inspektoren waren fleißig und versicherten uns, dass alles von Top-Profis noch einmal überprüft wurde. Ich möchte ihnen glauben, die Wände verfügen über einen besonders dicken Sturzbalken, so dass es in diesen Bereichen nicht zu Einstürzen kommen sollte. Aber sie sind. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen und andere teilen die gleichen Bedenken. Es ist also, als würden wir etwas tief in diesen Ort stören. Ich kann das nicht länger ignorieren. Ich muss einen Ausweg finden. Diese Mine fühlt sich einfach nicht richtig an. Der Henry. Achso, haben wir hier noch zum Aufmachen was? Nee. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Das war die andere Seite. Stück leiser machen. Jetzt kommt der nächste Abschnitt, schon wie es aussieht. Setzen Sie die Erkundung des unterirdischen Kohlebergwerks fort.
Hier ist ein Knopf, muss ich drücken. Vermute, ich muss da lang. Ah, lass mich raten. Ich habe noch was übersehen, das. Ah, ne, hier lang. In den tiefen Tunneln plagen mich nachts unheimliche und unerklärliche Geräusche und für einige der Jungs fängt das zum Thema Geräusche. Und einige der Jungs fängt an, seinen Tribut zu fordern. Ich habe diese beunruhigenden Geräusche innerhalb weniger Stunden mehrmals gehört. Als ich mich jedoch dann danach erkundige, lehnen mich alle ab, als ob sie diese Geräusche nicht hören konnten. Es ist fast so, als ob die Geräusche nur in meinem Kopf existieren. Wie kann das sein? Was passiert hier unten? Tagebuch. Was hat ganz Tagebücher, ne? Entitäten. Was? Entitäten? Was ist das denn? Etwas kontrollierte die Bergleute. Sie stellten noch nie eine Bedrohung dar. Das ist unmöglich. Ich kenne Jack schon seit Jahren und er würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Trotzdem hat er Brian gnadenlos mit der Spitzhacke zu Tode geprügelt. Oder sehe ich Dinge? Es muss etwas tief in der Mine sein. Etwas manipuliert sie. Ihre unheimlichen Geräusche und ich habe das dumme Gefühl, dass das Spiel merkt, was ich, welchen Teil ich gerade lese. Sobald es um Geräusche geht, höre ich was. Geräusche und Erscheinungen, die in der Realität immer wieder verschwinden, beginnen mich zu verunsichern. Ist das alles nur Einbildung in meinem Kopf oder werde ich wirklich verrückt? Ja. Vielleicht bist du verrückt, aber. Kann ich noch nichts drücken? Okay. Okay, jetzt fehlt mir hier wieder was. Hier gibt's ja nichts weiter. Okay, das zum Thema gucken, gucken, ob ich was vergessen habe. Ah, jetzt ist merkwürdigerweise die Tür auf. Also. Man geht davon aus, tatsächlich, dass man wieder zurückläuft, weil man eventuell denkt, dass man es vergessen hat.
Dann stürzt das ein und kommt wieder zurück und die Tür ist auf. Eine Planke im Inventar, okay. Mal merken. Gate 2. Okay. Oh. Gehen wir mal rein, so ganz spontan. Vaters Liebe, ich habe keine Wahl. Der Eingang ist versperrt und Emma wagt sich tiefer in die Mine hinein. Es ist ein Risiko, aber was kann ich sonst tun, wenn ich es nicht versuche? Alles lief gut, bis die Explosion und die Kämpfe... und die Kämpfe Chaos verursachten und meine Tochter trotz meiner Bitten, in unserer Nähe zu bleiben, vor uns davonlief. Ich werde dich finden, Emma. Okay. Heute war ein unvergesslicher Tag, der für immer in meinem Herzen bleiben wird. Denn es war mein Geburtstag und statt der üblichen Feierlichkeiten hatte ich etwas Außergewöhnliches im Sinn. Ich bat darum, den Tag mit meinem Vater verbringen zu dürfen, der in der Rockwell-Mine arbeitet. Als wir in den Tiefen der Mine hinabstiegen, stieg die Aufregung in mir auf. Die Bergleute, bekannt für ihre rauen Gesichter und kohlegefleckten Händen, begrüßten mich mit offenen Herzen und verwandelten die dunklen Industriestollen mit ihren improvisierten Dekorationen und kreativen Partyspielen in ein magisches Wunderland. Unsere gemeinsame Zeit im Bergwerk war pure Freude und Kameradschaft. Die normalerweise knallharten Bergleute zeigten ihre weicheren Seiten und erzählten Geschichten über Tapferkeit und Widerstandskraft, während wir unzählige Fotos machten, um das Glück und die Zusammengehörigkeit festzuhalten, in diesem Tag ausmachten. Emma Wilson, okay. Inmitten der Tiefe der Erde fühlte sich unsere Feierlichkeiten wie... Ups. Ich drücke außerdem mal die rechte Maustaste. Feiern wie aus wie ein Bilderbuch an. Wie aus einem Bilderbuch an. Mann, das Lachen der Bergleute hallte durch die Tunnel und erzeugte eine Symphonie der Freude, die die ungebetene Dunkelheit übertönte. Als ich dort stand und mein Herz voller Zufriedenheit war, wurde mir klar, dass es keinen anderen Ort gab, an dem ich lieber wäre. Diese einzigartige, unvergessliche Geburtstagsfeier tief in Rockwell-Mine war ein wirklich bemerkenswertes Erlebnis. Es war ohne Zweifel die beste Art, meinen besonderen Tag feiern. Ich bin schon fast mehr als fast schon zwei Stunden dran. Das soll eigentlich nur 2 Stunden gehen. Ups, was passiert? Aha.
Ja, nicht auf Knöpfe drücken. Kuckuck. Was jetzt? Nirgendwo was draufklicken. Das Foto haben wir uns angeguckt. Achso, gibt es noch eine Rückseite? Nee. Ja, und hallo, ich bin eingesperrt. Ich will wieder raus. Wieder raus. Mich eingesperrt. Komme ich wieder raus? Irgendwie? Warte mal, hab ich das schon gelesen? Ja, habe ich schon. Raus. Oh. Ist was eingestürzt und ich kann raus. Alter. War ich hier schon drin? Hier war ich drin. Hier kann ich nicht. Aber dafür ist halt tatsächlich, glaube ich, hier was frei geworden. Zugang. Tja, jetzt in einem Wurf spielen, rechts oder links? Da reingegangen. Mal gucken. Unsere Geräte funktionieren trotz regelmäßiger Wartung einwandfrei. Diese unerwarteten Störungen haben uns
zeitweise im Dunkeln tappen lassen und uns stundenlang ausschließlich auf unsere Scheinwerfer verlassen, bevor die Kreuzungsbeleuchtung wiederhergestellt wird. Spielt uns hier jemand Streiche? War hier nicht der Ausgang? Hier waren wir gerade. Hey, ich bin eingesperrt. Ich war gerade die Runde gelaufen, ne? Okay, merkwürdig, dass ich plötzlich hier lang gehen kann. Hier war ich, glaube ich, noch nicht drin.
ist was. Okay, das ist da, wo dicht ist. Der Seite, okay. Das ist Schlüssel. Tor 1. Wir sind tief in der Mine gefangen und der verfügbare Sauerstoff nimmt rapide ab. Verzweiflung beschleicht uns. Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass Wilson darauf zurückgegriffen hat, seinen Kameraden Schaden zuzufügen, um den kostbaren Sauerstoff zu bewahren. Ich konnte es kaum glauben, dass er eine solche Tat begehen würde. Meine eigenen Augen zeugen jedoch von der düsteren Realität. Da nur noch wenige Stunden übrig waren, sah ich, was ich sah, und es lässt sich nicht leugnen. Gate 1. Das sehen wir jetzt, der Schlüssel. Haben wir es gelesen schon? Nein, haben wir nicht, ne? So, ich suche Antworten. Was hat die Explosion wirklich verursacht? Die Morde? Wie konnten sie sich so gegeneinander wenden? Ich hatte keine Wahl. Ich musste meine Tochter vor denen verteidigen. Die versuchten, sie mir wegzunehmen. Ich behandle seit 30 Jahren jeden mit Respekt, und so reagieren sie auch in schwierigen Situationen. Ich kann es nicht glauben. Etwas stimmt zutiefst nicht. Ich muss die Wahrheit ans Licht bringen. Ja, bring die Wahrheit ans Licht. Das Licht, das Licht, das himmlische Licht. Und ich habe keine Angst, was da gerade läuft, trampelt. Ich habe keine Angst, ich habe keine Angst. Ah nee, jetzt bin ich ja der trampelt. Frage gerade, laufe ich jetzt gerade richtig? Bin hierher gelaufen. Bin ich da reingelaufen, glaube ich.
Ah, nee. Okay. War geradeaus, glaube ich, immer gelaufen. Hier war ich auch schon. Aber es hat immer nichts zu sagen. Weil sich was verändern kann. Hä? War ich nicht gerade hier? Dann war das noch was anderes zum Lesen. War. Wie komme ich gerade nicht ganz klar? Mal gucken. Nee, hier war ich auch schon gucken. Das kennen wir schon. Da waren wir auch schon. Haben wir irgendwas? Das Exit. Hier sind wir reingekommen. Gucke ich mal, ob ich jetzt was übersehen habe. Bin hier abgebogen. Gate 1, hier bin ich reingegangen. Ich habe das gelesen. Andere Geschichte. Also vom Ding her kann ich ja wahrscheinlich wieder raus. Weil hier passiert nicht. Passiert nichts. War ich doch gerade.
War ich hier schon drin? Ja. Gate 2. Gate 2 brauchen wir einen Schlüssel noch. Da lag kein Schlüssel bei im Tunnel, ne? Liegt hier vielleicht noch ein Schlüssel? Das ist diese Ansicht, glaube ich, von nee, das ist das andere. Bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht habe ich was übersehen. Eine Stange. Aufzugshebel oder Aufzugsgriff, okay. So ein kleiner Aufzug und wo habe ich doch was, hatten wir da irgendwo was? Wenn ich mich recht erinnere. Wo war das denn? Oder kann ich damit einfach... Ob die Tür funktioniert? Nee, das funktioniert nicht. Wo war das? Mich ganz dunkel erinnern an so einen kleinen Mini-Aufzug. Ja, hier.
Aber ich kann hier nichts machen. Ah, kann ich doch. Finde die Hebel und Sicherung, um den auf. Ja, jetzt muss ich die sichern. Okay, alles klar. Hebel habe ich. Aber die Sicherung habe ich noch nicht gefunden. Also den Hebel habe ich gefunden. Nur die Sicherung nicht. Ich vermute mal, das wird da sein. Dafür brauche ich aber einen Schlüssel. Ja, auch kein Schlüssel, ne? Warte mal. Ach so, es sind nur, okay. Aber es muss irgendwo noch die Schlüssel oder Sicherung. Lag auch kein Schlüssel rum. Bestimmt irgendwo übersehen. Aber ich glaube nicht, dass ich immer noch hier reinkomme. Da, das ist dann Dings. Es kann ja nur noch da sein, dass ich den Schlüssel irgendwo übersehen habe. Gehen jetzt nach rechts, da steht Exit. Nach links.
Okay, hier waren wir ja schon. Klar, logisch waren wir da schon. Aber irgendwas muss ich übersehen haben. Kein Schlüssel, kein Schlüssel. Ist nirgendwo ein Schlüssel. Gate 1. Ach, da habe ich einen übersehen. Ich wusste doch. Weil es nämlich Gate 2. Macht Sinn. Macht Sinn. Da. So, wo war jetzt Gate 2? Da. Echt jetzt? Da will ich jetzt nicht rein. Was passiert dann, wenn ich da reingehe? Klar. Das bedeutet, ich muss den Strom wieder abstellen. Ich glaube, dass ich das machen kann. Gucken, ob ich den Strom wieder abstellen kann. Mal gucken. Irgendwas muss ja das gewirkt haben. Das Klicken. Ja. Ah.
Da bin ich, glaube ich, reingekommen von da, ne? Die Tür ist nämlich wieder auf, ist hier aufgegangen. Strahlung. Tief in der Mine tauchen alle verstrahlt aus der Tiefe auf, als wären sie auf irgendeine Art von Kernmaterial gestoßen. Der Ton ist unerträglich, aber kann man den Schall der Strahlung ohne die Ausrüstung hören? Ich verliere hier unten den Verstand. Suchen noch die Sicherung. Für den kleinen Fahrstuhl. Hier ist aber nichts. Gehen wir mal wieder zurück. Irgendwas ist bestimmt passiert. Warte mal, was? Hier bin ich reingekommen, ne? Und hier, da hier ging es eben gerade nicht. Okay. Erst nachdem ich das gelesen habe. Okay. Und da wieder laut war, muss irgendwas passiert sein schon wieder. Der Eingang ist jetzt dicht. Okay. Komme ich nicht mehr raus. Ah. Guck mal, das ist die Sicherung. Kalte Zugluft entsteht an unerwarteten Orten und das nicht nur durch den Wind. Einige von uns vermuten, dass es versteckte Gänge geben könnte, obwohl wir uns tief unter der Erde befinden, was unmöglich scheint. Es gibt nur einen Weg rein und raus, aber immer mehr Leute melden diese seltsamen Probleme. Okay, Sicherung und Dings haben wir müssen wieder raus. Bestens so schnell wie möglich. So, wir haben irgendwo Gate 2. Hier ist keine Gate-Angabe, dann muss das hier sein, ne? Ja. Trotz Nachtlicht ist es auch ganz schön erschreckend.
Setzen Sie Ihre Ermittlungen fort und steigen Sie tiefer in die Kohlemine hinab. Ich vermute mal, das ist noch zu. Ja, weil ich da was brauche. Okay. Okay, was haben wir hier? Können wir aufmachen? Ah, da. Ein Schlüssel. Schreiben. Es sind Beweise aufgetaucht, die zeigen, dass der Aufseher unsere Bemühungen sabotiert und so unser Schicksal besiegelt hat. Als wir unseren Abstieg tiefer in die Mine fortsetzten, blickten wir zurück und sahen, wie er die Gasbehälter anzündete. Einen Augenblick später folgte ein ohrenbetäubende Explosion und er verschwand. Es erfolgte ein weiterer Zusammenbruch, der uns in der Falle zurückließ. Ich muss mich beim Lesen ein bisschen mehr anstrengen. Die Frage, die uns beschäftigt, ist: Warum sollte er so etwas tun? Ja, die Frage, die alle fragen. Ah, okay, ich darf hier nicht rein. Ich muss die giftigen Gase irgendwie senken und da habe ich jetzt einen Schlüssel bekommen. Dann vermute ich mal, dass das Schlüssel für den hier ist. Gaskanne. Okay. Das Ende, Seite 1. Ich habe die Entdeckungen in dem Buch sorgfältig dokumentiert und ein finsteres dämonisches Ritual enthüllt, das angeblich vom Teufel selbst stammt. Anfangs fragte ich mich, ob es sich hierbei um einen aufwendigen Schwindel handelt, um eine grausame List, die mich in diesen düsteren Tiefen locken sollte. Doch als ich tiefer in die Passagen eintauchte, entfaltete sich vor meinen Augen eine beunruhigende Erzählung. Generatorraumschlüssel. Okay. Die zunehmende Zahl vermisster Männer ist nicht zu übersehen und niemand kann Auskunft über ihren Aufenthaltsort geben. Wir wären angewiesen, mit unserer Arbeit fortzufahren und es wird uns mitgeteilt, dass sie gefunden wären, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass ich der Nächste sein könnte. John suchte neulich Hilfe, was eine unerwartete Bitte war. Aber sowohl er als auch die Person, die ihn begleitete, wurden seit Tagen nicht gesehen. Vermute, das ist der Raum. Eine Gasmaske.
Ah, dafür ist das Benzin gedacht. Macht Sinn, ne? Okay, jetzt haben wir eine Gasmaske. Wir können jetzt hier rein. Das Ende, Seite 2. Ah ja, Wertekarte Seite 1. Der Text enthüllte eine schreckliche Geschichte, in der es um unstillbare Durst eines Dämons nach Macht in unserer Welt geht. Einer Macht, die nur durch das Opfer einer Frau erlangt werden kann. Wenn dieser Bericht wahr ist, dann ist das Buch vor mir keine bloße Fiktion. Es ist eine greifbare Verbindung zur Ursache des unerbittlichen Chaos, das uns belagert hat. Diese Mine sollte nie ausgegraben werden. Es beherbergt den uralten Dämon, ein bösartiges Wesen, das seit unzähligen Jahrhunderten im Schatten lauert. Okay. Kommen wir da schon mal eine Sache näher? Da steht jemand. Bist du... Hab ich keinen Schlüssel? Alles dicht jetzt hier. Ich war gerade im Tunnel B. Altes Buch. Ich bin in einer Minenkammer auf ein kryptisches altes Buch gestoßen, das Hinweise auf Existenz verborgener Kammern gibt, die noch nie zuvor von einem Menschen gesehen wurden. Das erinnert mich gerade so an eine Einleitung von von Raumschiff Enterprise. Diese Enthüllung erschwert meine Bemühungen, meiner Tochter ausfindig zu machen und ihr eine Sicherheit zu gewährleisten. Ich muss dieses Buch lesen. Es könnte die Antworten enthalten, nach denen ich so verzweifelt suche. Ich habe das Gefühl, die Kommasetzungen sind nicht so ganz.
ein bisschen der Schlüssel Ausschau halten und so. Ich glaube, die Tür war gerade zu. Jetzt ist er auf. Da ist noch ein Schlüssel. Tunnel C. Markierungen. Als ich mich der Städte näherte, stieß ich auf seltsame uralt wirkende Markierungen, die in die Minenwände eingraviert waren. Überall um mich herum ereigneten sich Morde, Einstürze und bizarre Auftritte von Bergleuten. Und ich bin ratlos über deren Umgang und Zweck. Okay. Ja. Man merkt, wenn ich laut vorlese, dass das nicht so ganz, was das Deutsche angeht. So, jetzt muss ich kurz mal gucken. Geht's hier noch weiter jetzt plötzlich oder muss ich wieder zurück? Ich denke mal Tunnel C. Kann es sein, dass ich gerade diese Emma da gehört habe? So, wo war es Tunnel C? Hier waren wir, da waren wir, also das ist da, also muss ich, nee, das ist Exit. Hier waren wir. Warte mal. Sind wir reingegangen? Gasmaskengeschichte. Nee, das war hier nicht. Weißt du jetzt? Warte mal, stopp mal. Wir waren ja hier, glaube ich. Also hier war nur das, was ich gefunden habe, ne? Genau. Wo war Tunnel C?
Tunnel B. A, C. Muss hier irgendwas sein. Das ist der Typ, der sich in die Luft gesprengt hat. Glaube ich. Also komme ich nur noch hier weiter. Hier war vorher, glaube ich, nicht auf. Unerwartet erlebten wir letzte Woche eine Überschwemmungsangst ohne klare Quelle, aber das Wasser strömte schnell herein. Es scheint, als wären wir in eine Art Wassersack eingebrochen. Ein bestimmter Tunnel ist ständig von Überschwemmung bedroht, was die Durchführung unserer Arbeiten unter den Bedingungen äußerst schwierig macht. Okay, ich vermute mal, das ist ja dann die Wasserpumpe dann. Oder Wasserpumpen. Okay, ist tatsächlich Wasser. Lass mal gucken, ob ich hier irgendwo was machen kann. Manchmal besser zu sehen, wenn man kein Nachtsicht anhat. Machen kann ich hier nichts. Ist vielleicht wieder was freigemacht worden?
Irgendwo hat es wieder geballert. Ich weiß gar nicht, ob ich schwimmen kann. Oh. Oh. So, das Ende, Seite 3. Achso, okay. Vielleicht wurde das Buch selbst von längst vergessenen Zivilisationen beigesetzt und seine Geheimnisse seit Äonen begraben. Und doch führten uns unsere unaufhörlichen Ausgrabungen zu dieser schrecklichen Offenbarung. Ich trage eine schwere Last und weiß, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun muss, um die Flucht dieses Dämons zu vereiteln. Eigentlich soll übrigens das Game nur 2 Stunden ungefähr gehen, so 2,5 Stunden. Ah. Die Wasserpumpen. Der Ausgang hier, oder? Hat sich irgendwas verändert? Ja, Ausgang. Also gehen wir mal da runter, weil jetzt laufen die Wasserpumpen hier. War die noch nicht ganz. Hallo, willst du mich töten? Ich hoffe nicht. Oh, Dynamit. Ich kann was kaputt machen.
Haben wir hier noch? Hier ist ein Kabel. Verschwinde! Verschwinde! Ah, okay. Das Ende, Seite 4. Während sich die Wahrheit von mir herauskristallisiert, überkommt mich ein tiefes Gefühl der Angst. Wir haben unabsichtlich ein Ritual ausgelöst, das dem Teufel von diesem verfluchten Ort beschwören soll. Der Dämon hat uns manipuliert und unsere Arbeit in ein Werkzeug für seine schändliche Pläne verwandelt. Bedauerlicherweise ist dies der einzige Fall, in dem sich eine Frau in die Nähe der Mine gewagt hat. Und die Verantwortung für dieses Unglück liegt bei mir. Okay. Schauen wir mal, wir haben irgendwo, wir haben ja Sprengstoff. Wir müssen wahrscheinlich dann jetzt nach links. Also hier. Ja. Das ist Sprengstoff. Und dann gehen wir mal wieder zurück. Und spreng das Ding mal da. Jo, das war die Sprengung. Das habe ich bestimmt den Teufel freigelassen. Ich höre Wind, obwohl ich hier unten ganz unten sind. Die Explosion hat die Tunnel in Schutt und Asche gelegt und ich versuche verzweifelt einen Ausweg zu finden. Es ist dunkel und voller Staub und je weiter ich gehe, desto mehr sehe ich schattenhafte Gestalten, die Menschen ähneln. Mit jeder Begegnung steigt die Wut in mir hoch und alles wird bedrohlich düster. Okay, hier war wohl nichts. Nichts, also anderen Weg lang.
Ungewöhnliche. Usa, bewegt sich was? Ungewöhnliche Geologie. Die Felsformationen tiefer unten sind anders als alles, was wir je gesehen haben. Es ist beunruhigend und wirft die Frage auf, womit haben wir uns beschäftigt? Das war auf keiner Vermessungskarte zu finden und ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Was ist passiert? Vermute mal jetzt, dass das andere jetzt frei ist. Nee, warte mal, hier war ich gerade, ne? Ja. Hier war, glaube ich, gerade der Geist lang geflogen. Und ich komme auch weiter hier, ja. Oh. Da ist der Teufel oder sowas. Ritual. Seite 5. Ich muss die düstere Realität anerkennen. Es gibt keine Erlösung für sie oder mich. Ich muss den Sprengstoff zünden, um die Qual der gestörten Bergleute in Einsatz zu bringen. Auf jeden Fall verhindert das ein solcher Unglück. Okay. Zu.
eben entkommen. Wenn ein Bergmann in seinem Traum einen Albtraum hat, wird er keine Angst haben, weil er den schlimmsten Albtraum in der realen Welt durchlebt. Ich bin ungemein dankbar, dass ich in den erschütternden Erfahrungen der Bergleute eintauchen und die unzählige Geschichte enthüllen konnte, die Öffentlichkeit so verborgen blieb. Ich glaube, dass ich dazu beigetragen habe, diese verlorene Seele, den sie Frieden zu finden und den sie verdienen. Zu Ehren von John Wilson, Opfer und der tiefen Wirkung hinterlasse die Gesetzgeschichte zu schreiben, die dafür sorgt, dass sich die Welt an der Erbe erinnert, das bla bla bla. Okay, also war das der Teufel. Der Teufel war schuld. Cool, wir haben das Spiel durchgespielt. Letztes Jahr habe ich ein Spiel durchgespielt, dieses Jahr habe ich ein Spiel schon mal durchgespielt. Yeah. Wir haben es durchgespielt. Ich werde es wahrscheinlich dann tatsächlich. Ich werde zwar. Nee, ich glaube. Gerade überlegen. Nee, direkt von Twitch runterladen. Und dann noch bei. Bearbeiten, da wo ich dann wirklich angefangen habe, damit das einmal auf YouTube. Normalerweise stelle ich eigentlich komplett alles voll rein als VOD von VOD YouTube, aber ich glaube, hier schneiden wir tatsächlich mal das von Anfang, also jetzt, ne, den Anfang und jetzt hier den Ende, so dass wir ein bisschen kompakter das Ganze haben, weil das sind immerhin jetzt 3,5 Stunden Stream. Genau. Ja, gut. Hat aber auch ein bisschen länger gedauert als erwartet. Das lag aber auch am Anfang. Deshalb werde ich es auch schneiden. Und ja, dann haben wir das auf jeden Fall geschafft. Tatsächlich mal ein Game, auch mal in einem Stream sogar, durchzuspielen. Und dann passt das ganz gut. Ich hätte nicht gedacht. Na gut, dann danke ich fürs Zuschauen und wünsche eine angenehme Nachtruhe und einen schönen Sonntag, Restwochenende und so. Ne? Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Mal gucken, was wir das nächste Mal spielen. Ich habe noch ein, ich habe noch nicht angenommen, so ein Card Game. Habe ich zwar noch, habe ich noch nicht geclimbt, aber ich habe schon entsprechend das zum Zusage. So ein Card Game. Ich muss noch mal gucken, ob ich das mache oder nicht. Ich habe auch noch nicht zu, ich habe auch nicht angenommen, noch nicht. Muss ich mal schauen. Okay, dann wünsche ich eine angenehme Nachtruhe und bis zum nächsten Mal und ja. Träumt nichts Schlimmes. Bei dem Game vermute ich mal, dass ich heute Nacht nicht unbedingt gut schlafen werde. Kappa. Wobei ich habe mich echt, wie ihr gesehen habt, auch erschreckt. Tatsächlich. Aber na gut, also bis dann. Tschüss.